sag es! Wir bauen heute ein Gemüsebeet. Wir bauen ein Gemüsebeet heute. Da draußen. Heute zu Besuch, gar kein Besuch, denn der ist hier mit mir groß geworden, das ist, oder du bist mit mir groß geworden. Gehe ich von aus. Mein Bruder, Le Malte, der größte Handwerker im nördlichen Hamburg. Raum. Wir bauen heute ein Gemüsebeet. Nachhaltigkeit ist ja was Schönes. Magst du ja auch gerne. Ist lecker. Selber schön Kartoffeln anbauen. Also du hast noch nie Kartoffeln gegessen. Doch, habe ich schon gestern, aber noch nie angebaut, aber ich habe Erfahrung im Gemüsebeet bauen. Wo hast du denn mal ein Gemüsebeet gebaut? In der Schule, im Werkunterricht. Wo habt ihr in der Schule? Wir waren auf der gleichen Schule oder selben Schule. Malte hat Realschulabschluss, ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Ist das gleiche oder dasselbe? Weißt du auch nicht, ne? Wie? Ja, sagt man das, wir waren auf der gleichen Schule oder auf derselben Schule? Nee, das gleiche ist es, wenn es exakt das gleiche ist. Nee, Quatsch, andersrum. Dasselbe ist, wenn es exakt dasselbe ist. Also, du... Wir waren ja. Pass auf, du hast das gleiche T-Shirt wie ich. Wir haben das gleiche T-Shirt. Das sieht gleich aus. Ja. Aber wenn du dasselbe hast, bedeutet es, dass du exakt dasselbe hast. Ich habe einen Ball, der ist unterschrieben von, wie heißt ein großer Fußballer? Walter Frosch. Ja, alles in Ordnung. Ergebnis eigentlich verdient. Und dann ist er unterschrieben. Und dann, den gibst du einmal mit der Unterschrift. Ja. So, dann ist es dasselbe. Du kannst den nicht haben. Das ergibt gar keinen Sinn, was er erzählt. Das ist dasselbe. Das ergibt auch kein dasselbe wäre doch, wenn du ein T-Shirt trägst und ich das T-Shirt von dir trage. Kriegt der Hut? Das ist richtig. Liebe Leute, schreibt das in die Kommentare. Das ergibt gar keinen Sinn, was du sagst. Das ist komplett richtig. Also, wir bauen heute ein. Malte muss ein bisschen Action. Wollen wir eine Skateboardrampe erst bauen? Ja. Und erst eine Skateboardrampe. Okay. Wollen wir eine bauen, dass du über einen Graben fahren musst? Boah, das wäre geil. Aber wo lande ich? Ja, am Wasser oder am Graben. Oh nee. Blumensenken. Also das Ding ist, ich brauche keinen Startpunkt. Ja, von oben. Ja, und wo fahre ich hin? Ja, einfach runterfahren. Was dann passiert, lässt du auf dich zukommen. Ja, wir können das ein bisschen auslegen. Das wäre gut. Wir haben ja früher auch Skateboard gefahren. Und Malte und ich haben vom Papa mal richtig Lack gekriegt. Vorne im Eingangsbereich auf die Stufen sind wir rüber gegrindet. Weißt du das noch? Ja, die sind kaputt halt. Ne? Wir haben da mal Taste-Light vorne an der Stufe. Ich glaube, da gibt es auch noch ein paar Bilder. Ja. Und wir waren ja sowieso handwerklich unbegabt, dass dann immer Rampen gebaut haben und so. Weil es gab halt immer auf dem Land diese typischen Skateparks, die eigentlich für BMXer gebaut wurde. Ja. Und man musste zu Hause üben. Ich habe immer einen Pferdestall, aber ich habe immer Lack bekommen. Ja, aber im Winter konntest du einen Pferdestall fahren, oder wenn es geregnet hat. Das war cool. Ja, aber da hattest du auch keinen Platz. Aber die Skateplätze, überleg mal früher, wie viel Zeit wir auf dem Skateplatz verbracht haben. In den Sommerferien morgens 8 bis abends 8. Und den billigen Eistee getrunken. Boah, der war geil, Digga. Pfirsich. Der von Pfanner. Ja, der von... Nee, das war der billige Ding. Von Jahr war das der. Da waren Zeiten, wenn man sich daran zurückerinnert, ey. Schaffst du das, da rüber zu fahren, ohne dass du dir was brichst? Nee, ich drop das jetzt erstmal einmal. Oder soll ich einen Sack reinschmeißen, dass du da drüber springen musst? Am Ende wäre das cool. Ich mach jetzt erstmal einen Drop. Digga, was machst du? Ich hab dich doch festgehalten. Mach's nochmal. Das muss ein bisschen cooler kommen. Willst du über mich rüberspringen? Ja. Ja, lass mal. Wenn Mama das sieht, kriegen wir richtig Lack. Ich schwör's dir. Was ist los? Anlauf ist voll schwer. Geil. So, wollen wir jetzt Gemüse-Dings bauen? Ja. Was aufregt. Haben wir Panzerbahn? Easy. Ey, du stehst da hinten. Ja, bist wieder so am Lachen, Digga. Ich denke, beim Skaten, es gibt halt immer so eine Challenge. Man zieht einen Trick halt so lange durch und übt das, bis man es hat. Das ist jetzt kein offizieller Trick. Ich würde schon sagen, eine kleine Herausforderung. Das Schwierige ist, dass man hier weichen Untergrund hat. Und dann will man halt da reinspringen in die Rampe. Die hält jetzt auch bombenfest. Und dann? Ich setze eine gemischte Tüte für 1 Euro drauf, dass du die Bretter kaputt hast, bevor wir da irgendwas rausgebaut haben. Warte mal ab, Digga. Das ist eine Qualität.
Und was sagst du? Die müssen wir noch verlängern. Du musst mit so viel Speed in den Graben kommen und wieder aus dem Graben raus. Da muss ein Pferd hinterstehen. Ja, da musst du drauf landen, mit dem Handstand. Wir haben ja keine Bretter mehr, das will ich jetzt machen. Warte, jetzt machen wir noch einen. Wollen wir nicht irgendwann mal was bauen? Willst du auch? Nächstes Mal droppen? Ich bin zu schwer dafür geworden, ne? Ja, einfach rausstehen, droppen. Ich halt die Fisch. Aber du hast so eine Gubbellenkung, ne? Das mach eben, Digga, die Leute gucken zu. Du willst auch nur, Digga, ich stand. Nee, warte eben, Malte, nicht festhalten. Ich bin nervös, ich habe auch ein bisschen Höhenangst. Digga, das ist nicht hoch. Das sind ja, ich bin aber doch 80 Kilo schwerer als vor 20 Jahren. Malte hat aber so eine weiche Lenkung, ne? Wirklich. Malte hat so eine Gubbellenkung. Guck mal, da bricht schon alles. Hast du? Digga, was ist mit deiner Lenkung los? Fand's ganz solide. Ja. So, jetzt mache ich noch einen Trick. Ich brauch so ein, wie bei den alten Skate-Videos, kannst du mit so einem Filter so eine. Ein Fischei machen? Und so ein bisschen so aus, als wäre das mit VHS, wie früher, mit der Video, wir haben ja mal Skateboard-Videos geguckt. Und dann so Tony Hawk-Musik mit den. Und dann machst du die ganzen Tricks, die wir heute gemacht haben, hintereinander. Und dann machen wir ein Sponsor-Video raus. Das schicken wir zum Skate-Shop. Dann fahren wir. Okay. Mein Name ist Malte Zierden und das ist mein Sponsoring-Tape 2023 an den Skate-Shop nach Papenburg. Wir haben die ganze Schnur und so alles ruiniert jetzt. Also, worauf wir zurück wollen. Wir wollten heute... Genau der richtige Zeitpunkt jetzt, um meine Didi anzurufen. Für alle, die jetzt neu einschalten und gar nicht wissen, was hier los ist. Das hier vorne ist mein Elternhaus, das habe ich gekauft, das baue ich um. Das da vorne ist mein Wolfgang Petri-Fan, Bruder Malte und Skateboarder. Er ist ein richtiger Skaterboy. Was hast du früher gehört für Musik beim Skaten? Aaron Carter? Nee, ich hab die coolen Sachen. Was? Ich hab die coolen Sachen gehört. Kannst du bitte aufhören, da haben wir eine Schnur gespannt. Ja, jetzt erzähl doch deine Geschichte weiter. Wir bauen heute nachhaltig. Du könntest im Skateboard-Video einen Friends-Part bekommen mit deinem Drop-In. Ja? Ja. Kannst du was schneiden? Was? Ein Friends-Part. Ja, mit deinem Drop-In. Ja. Wenn du ein Skateboard-Video machst, ne, dann hat Malte ist ja der Hauptskater für den Laden bewirbt. Und ich bin das Feature quasi, ne? So der da zwischendurch mit rein. Friend, halt Friends-Part. So. Ein Friend-Part ist das so, weil er als großer Skater, der er ist. Gönnt er seinem Kollegen halt auch ein Part im Movie. Also wir bauen heute Thema Nachhaltigkeit hier bei meinem Elternhaus ein Gemüsebeet. Ne, was richtig fein ist, ne? Zwei wir Stück. Wir haben ein Problem mit der Nachhaltigkeit, weil wir jetzt Klebeband verhüsselt haben. Ja, das hast aber ja du gemacht, das war ja nicht ich. Ja, jetzt ein Shitstorm für. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt. Lässt du meine Seele erfrieren. Genau. Wir haben das hier jetzt schon, warte, ich muss eben überlegen. Peter, wie lange sind wir jetzt schon dabei? Ja, das ist... Sag mir nicht. Ich kann das gerne übernehmen. Du stehst hier nur mit deinem blöden Skateboard, machst alles kaputt. Und was willst du übernehmen? Die Anmoderation. Ja, moderier du an. Okay. Hallo? Das ist, ich meine das ernst. Ich will das üben, ich bin da nicht so gut. Hallo? Wir bauen hier ein Gemüsebeet heute an. Zwei Gemüsebeet heute an. Wir haben hier so ein Rechteck. Dann fangen wir heute an, da ein Gemüsebeet reinzubauen. Ja, wir haben so ein Rechteck. Jetzt, ich meine das ernst, ich will das üben. Ja, wir haben so ein Rechteck. Hör auf jetzt. Und dann bauen wir... Du musst die Schnur erwähnen, die wir so gemacht haben. Hier ist eine Schnur und wir bauen innerhalb dieser Schnur. Komm mal näher ran, hier, guck hier. Komm rein. Ich bin da, ja. Komm rein. Ich bin da dran. Komm jetzt ran. Das ist die Schnur, die wurde hier einmal gelegt. Gespannt. Das ist unser Platz, wo wir heute ein Gemüsebeet bauen. Zwei. Aus den Materialien. Vorab, liebe Leute, möchte ich mich bedanken bei meinem Partner Tom, dass sie all dies hier möglich machen und uns auch immer die Freiheiten und den Spaß hier lassen, wie diesen ganzen Kram. Aber wie gesagt, wir bauen heute zwei Gemüsebeete hier bei meinem Elternhaus, weil ich möchte Kartoffeln für mich anbauen und ein bisschen was zum Schnuckeln, sagt man auch, ne? Ich habe aber keinen Akkuschrauber. Die habe ich jetzt alle im anderen Auto liegen lassen. Da guckst du mich so böse an. Entschuldigung, Tom, ich habe ja Akkuschrauber bekommen. Aber Peter ist beim Elternhaus am Bauen. Dann soll... Malte, gehst du zu Peter und schnorst einen Akkuschrauber? Oh, nee. Digga, warte mal, du steigst auf meine Schulter, du springst über mich rüber, du fährst in die Rampe runter, nötigst mich, dass ich da runterfahre, frag ich dich, ob du einen Akkuschrauber holen kannst. Boah, nee. Ja, das soll ich die Geschichte erzählen, wie du im Ninja Turtles Kostüm verhaftet wurdest? Nee, das musst du auch nicht machen. Aber was,
Was Phase ist, dass wir brauchen ja gar keinen Akkuschrauber. Willst du das zusammenkleben? Zum Beispiel. Geht das? Hä, was hast du denn? Warum soll ich jetzt zu Peter gehen? Ich kenne den gar nicht mehr. Ich habe den schon 30 Jahre nicht gesehen. Das ist ein Wiedersehen. Du hast das verkackt jetzt. Was sag ich denn? Einfach so einen Akkuschrauber sagen. Was heißt das? Ja, einfach Akkuschrauber. Wir brauchen Akkuschrauber. Und lass dich von Peter nicht verarschen. Wir müssen raus. Wie sieht der aus? Ja, der sieht aus wie, kennst du von der Sendung mit der Maus? Den Christoph? Ja. Ja, so in etwa. Moin, Peter. Moin! Ich bin fast groß geworden. Ja, Vorsicht, du. Ja, wohl nicht. Und Sims? Hast du einen Akkuschrauber vor? Klar. Den hier? Das ist kein Akkuschrauber, das ist ein Schrauben. Hallo? Geh doch mal bitte mit dem Ding raus. Ja, komm, was muss haben? Ja, Akkuschrauber hierfür, für 150 Stück. Ja. Ja. Muss ich mitgehen? Ja, schön. Nimmst du das selber mit? Nee, ich hab nix. Gar nicht. Ich bin nur zu Besuch. Wilk hat das alles hier organisiert. Der laufen nix. Ja, der meinte, er hätte vergessen. Moin. Ist da so ein Kreuz? Ja. Peter, hat dein Mittagessen geschmeckt? Das ist Strom eingeschlagen. Was gab's denn? Bodenbelag. Was hast du da eben gemacht? Hi. Was hast du da eben gemacht? Muss doch nicht. Hat deine Frau gemacht? Trägt er! Hat deine Frau gekocht? Trägt er. Würde sie sich jetzt freuen? Oh, ich jetzt roll ihn um. Sehr geil. Passt der? Na klar. Besten Dank. Viel Spaß. Dankeschön. Komm. Was labert ihr? Es ist frisch! Ich bin im T-Shirt. Ich hab das Ding jetzt hier besorgt. Ja. Ordentlich Kreuz, rechts rum müssen wir. Achso, du bist so gut. Ich hab Peter jetzt mal gesagt, für 150 Schrauben und jetzt geht's los. Warum ist jetzt so gut? Ich bin nur besorgt, du kannst deine Anrede jetzt mal einmal richtig machen. Dann bauen wir das in Zeitraffer zusammen. Ich habe aber keine Lust mehr. Deswegen hat Papa dich früher auch niemals arbeiten lassen. Ja, weil ich es nicht geschafft habe. Ja, jetzt hier diskutieren. Ich muss jetzt eine Anrede machen, Digga. Wir sind seit 2 Stunden dabei. Ich habe jetzt 8-mal eine Anrede gemacht. Ja, mach mal eine richtige. Nein, ich will nicht nochmal. Wir haben jetzt 8-mal hier was. Ja, dann lass es jetzt machen, komm. Ja, okay. Ich will da coole Musik einspielen. Liebe Leute da draußen, jetzt ist es endlich soweit. Nach zahllosen... Was? Du wolltest gerade keine Anrede mehr machen. Ja, du hast aber gesagt, ich soll eine. Liebe Leute da draußen, zum 9. Mal ist es soweit. Wir bauen jetzt richtig schön hier, sponsored by Tom, nachhaltig 2 Gemüsebeete. Du legst jetzt Musik drunter, damit wir zumindest was schaffen. Weil ich habe gerade aufs Handy geguckt, wir haben 38 Minuten einfach gar nichts geschafft. Ne? Malte, komm her, wir fangen an. Was machen wir jetzt? Nimm doch jetzt eben einfach so ein Brett. Stell die Kamera doch dahin bei deinem Handy, hinten bei der Leiter. Ich mach Foto. Oh, du hast doch... Film, das ich erst wir fangen jetzt an, erstmal die 2 Kästen zu bauen. Malte, machst du mitmachen oder machst du nicht mitmachen? Ich mach mitmachen. Ja, cool, cool. Möchtest du schrauben? Ja. Ja. So, das ist eigentlich ganz... Du bist wie so eine Oma in der Klasse, die selbst die Fragen beantworten. Und? Willst du auch einen Bonbon nehmen, ne? Ist doch gut, ne? Ja, ne? Weißt du noch, vom besagten Skate-Shop in Papenburg, der Arbeiter, so, ne? So, ne? Dann machen wir so, zieh das mal an, so, ne? Und dann bist du immer nach Hause gekommen, hattest einen Tinnitus vom Sohn, ne? So, ne? Nein! Winkel. Ah ja. Warte doch eben. Warte, ich seh doch, mach links rum. Hä? Rausdrehen wieder, ich hab doch noch gar nicht angesetzt. Du redest hier was von Rampe bauen. Ich würde so ein Skateboard hier bauen, so aus Beton, wie es. Wenn du mir das überlässt, mache ich das alles. Weißt du, was das kostet? Was meinst du, wie die Leute Bock hätten? Das macht niemand. Warte mal, die Leute hätten Bock. Also ihr baut alle immer eure Häuser. Ich kaufe Mama so ein Papas Haus, damit ich Ruhe habe und du willst hier ein Skateboard bauen, weil die Leute Bock drauf haben. Ihr baut immer alle eure Häuser, macht eure Gärten, eure Hecken, eure Tische, Stühle da rein. Ja. Aber niemand wagt mal was Besonderes. Du kannst hier mal wie in Amerika dann hier so ein Bowl. Willst du eine Schraube durchhauen? Ja. Jo, hast du auf rechts rumgestellt. Ja. Die Szene so, hast du auf rechts rumgestellt? Klick, ja. Riecht der Hut? Ja. Hier auch. Kannst du, damit das irgendwie nach was aussieht, so nahe Aufnahmen machen, weißt du von mir? Du kannst das alles im Schnitt ein bisschen vertuschen. Ja, bitte ist Leon. Herr Peter, erzählt, was hat Peter zu dir gesagt? Ja, moin, er war ganz lieb. Für jeden Handwerker da draußen unschwer zu erkennen, dies wird ein Kasten. Irgendwie ist das hier gar nicht auf Eck.
groß. Warte, ich habe eine Idee. So doof bist du gar nicht. Du hast aber früher doch bei Herr Schwantes im Werkunterricht aufgepasst. Ich kann es nur mal ganz ernsthaft sagen, was du da machst. Ich halte das fest. Du gerade fürs Video so, als müsste das hier festgehalten werden. Ja, weil das, Malte, guck mal. Geh du mal was warte, 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 du hast es aber ja auch verkehrt gemacht fast. Warum? Nun mach. Kannst du jetzt, geh mal aus dem Bild, lass mich mal hier handwerkern. Jeder baut einen zusammen. Geh du mal. Nein, das muss man zu zweit geh machen, Malte. Damit das auch, Malte, du musst ein bisschen Druck drauf machen. Du hast in einem Garten damit reingebaut. Runtergedrückt. Oh, Vicky, kannst du einfach weggehen? Nein, du musst. Nein! Der zieht sich! Der zieht sich nicht! Doch. Den musst du wieder rausholen. Warum? Also, das muss ein bisschen professionell aussehen. Zumindest minimal. Was ist der? Ja, du hast ihn runtergedrückt. Ja, wir können das ja später. Guck dir jetzt mal den an. Oh, der Bild. Oh. Junge! Der Bett ist gleich rund, Alter. Du kannst gleich nochmal zu Peter. Ich hab die ganze Bude bei uns zu Hause alles selbst aufgebaut. Ja, ja. Ja. Du machst gar nichts hier, du sitzt daneben und... Nein, ich hab das so festgehalten. Was du machen kannst, ist irgendwelche Intro und Ansagen machen. Ja. Und eines Tages baut mir irgendjemand anderes immer alles auf. Ja. Das ist der Sinn dahinter. Nee, wir können den jetzt hochkant stellen, Malte. Warum denn? Weil das leichter ist. Das ist 2 Meter hoch. Ach stimmt, das ist, ja. Komm, machen wir mit der Leiter. Können wir machen. Tut mir echt leid, ich hab damit gerechnet, dass du das machst. Du hast mich eingeladen. Ja, aber ich hab damit gerechnet, dass du das wirklich machst. So doof bist du. Das Brett muss hier sehr. Du hast mich eingeladen. Du bist so dumm. Komm, wir stellen das Ding wieder hin. Wollen wir das lieber am Liegen machen? Wenn wir den jetzt ranstellen. Nein, Malte, wir müssen den doch wieder ganz von vorne. Nee, wenn wir den jetzt so ranstellen. Der hält doch so nicht. Wie kannst du eigentlich auch sowas planen, Sven, was irgendwas mit Werkzeug zu tun hat? Und Malte, warum haben wir nicht einfach hier ein Loch gebuddelt und den Boden genommen? Du hast mich eingeladen. Kannst du halten? Ja, ich habe lange Arme. Ich habe eine Spannweite von 1 Meter. Nee, haben wir 2 Meter habe ich Spannweite, ja. Drücken, ne? Ja, warte, halt du fest, ich mach Spannweite. Hast du? Ja. Festhalten, ne? Ja, wenn ich da Druck von oben ausübe, Malte. Aber die Bretter sind ja voll verdreht, Alter. Mach, warte doch ja, mal. Ja, ich halt das doch fest. Ja, dann drück doch mal runter. Hab ich. Kannst du das Klimmzüge dran machen? Ja, mich das Ding locker. Ist ja ein Schnittkahn drauf. Ja, ein bisschen peinlich war so. Also, pass auf. Wir machen das jetzt an. Ich hab auch keinen Bock mehr. Das ist ja, wir weiter. Dann leicht. Das ist alles hier für deine Show, damit du in diesen Menschen... Wie für meine Show? Du, ja, du machst das doch! Die Leute da draußen wollen... Ich mach Handy jetzt aus, ich habe nämlich schon eine Spezialkraft angefordert. Peter, du brauchst gar nicht immer so komische Geräusche machen, das liegt daran, weil der Bit... Nein, weil du keine Kraft da drauf drückst, Mann. Du musst mit Kraft. Ja, nee, weil die Schrauben überdrehen. Die Schrauben überdrehen doch nicht, der Schrauber, der Bit. Hast du da jetzt einen Winkel umgesetzt? Natürlich, sonst wird das doch nicht halten. Ja doch, das hält auch, wenn du so eine Schraube durchjagst. Und ich hab noch gesagt, lass uns ein Kartoffelbeet bauen. Nö, wenn ich was mache, dann muss das vernünftig sein, weißt du? Wer hat das gesagt? Ja, wer wohl? Peter, ja. Ja, ich dachte, ich hab's hier mit Fachkräften zu tun. Ja, das dachte mein Vater die letzten 30 Jahre auch, er hat was mit Fachkräften zu tun. Guck mal, so ist es bei geworden. Wenn man sich das ganze Video später anguckt und das mal einmal analysiert, dann wird man sehen, dass der Typ original einfach immer nur daneben steht und Sprünke klopft. Ich das alleine zusammenschraube, jede einzelne Schraube. Und am Ende des Tages... Aber es muss doch einer, ich kann es rausschrauben. Und am Ende des Tages hast du die Folge dann, schief und krumm. Hast du die letzte Elternhausfolge gesehen, da habe ich einen Nagel reingekloppt von den Dachdeckern. Ja, nicht schlecht. Soll ich jetzt irgendwas machen, Malte? Nee, geh einfach. Geh einfach. Aber dieses Video beweist auch, und das ist der große, also das ist ja der Schachzug der Meisterhaftigkeit. Also dieses Video, ich wollte einfach nur sagen, guck mal, jetzt bin ich so nervös. Weißt du, wenn ich nervös bin, dann spucke ich immer auf meine Lippe, ne? Ich hab gerade noch erzählt, wie ich alles drauf und er nur daneben sitzt. Nein, ich wollte einfach nur sagen, dieses Foto, dieses Video, siehst du, jetzt hast du dich komplett. Ich wollte eigentlich nur mit diesem Video beweisen, dass jeder Laie sich selber auch ein Gemüsebeet bauen kann. Ja. Ich bin Kai, schon im Mount Everest. Das ist so. Das stimmt. Und man sieht auch, dass Malte bei Herr Schwantes im Werkunterricht nicht aufgepasst hat. Was hast du denn zu Hause gebaut? Badezimmer habe ich gestrichen. Du hast die garantiert 15 Jahre nicht gesehen. Dann warst du gegen Weihnachten warst du hier, ne? Und dann hast du mir ein Foto geschickt aus dem Supermarkt. Ich habe die getroffen. Was ja. Hat er dich nur voll gelüllt? Ja,
so dicht gekault, Alter. Ich kann da auch nicht mehr weg. Ich will unbedingt was sagen. Hey, Winkel. Guck mal, das ist Qualität, Alter. 5 Minuten los und sollte für Mama Joghurt und Käse holen. Ich glaube, ich war eine Dreiviertelstunde im Markt. Und dann, ich habe noch einen kleinen Videoausschnitt. Ganz am Ende laufe ich über den Parkplatz raus und da steht dann mit 2 Pudding-Korn. Und dann so, hey, Jungs, hey, Jungs, so war's. Exakt das, was ich vorher gesehen habe. Ja. Guck dir mal die Fläche an, die ich hier aus. Die Fläche, die ich ausmechen musste. Was Udo hat das doch mal gesagt. Das hast du doch nicht gemacht. Mit einer Schnur kann man schönes, gerades Ergebnis auszurechnen, um die Fläche auszumechen. Ja, aber du hast es nicht gemacht. Doch, das habe ich gemacht. Mit Wilfried heute Morgen. Wieso habe ich hier überhaupt eine Schnur gespannt? So, ich baue jetzt den zweiten zusammen. Soll ich schon anfangen? Ja, ich habe langsam den Dreh schon raus. Ist wie ich gesagt habe, am Ende des Tages der Einzige, der hier irgendwas macht. Das stimmt ja so auch nicht. Wir machen hier was anderes. Kannst du noch Olli? Ich will jetzt kein. Ich möchte einfach nur das Blumenbeet bauen. Das Kartoffelmoped. Ich fange schon mal an zu Stau zu schrägen. Das ist ein bisschen schief, ne? Ja, aber wo willst du sonst? Das ganze Land ist hier schief. Ich verstehe auch nicht, warum Trichterhut will, dass wir den Boden rausheben. Nee, das machen wir nicht. Du weißt du was? Wir kippen Malte, bau du den nächsten zusammen. Passt du nicht drauf, ne? Wofür hast du denn den Rindenmulch geholt? Eigentlich für die Wege. Wege, wir beide konnten. Für die Wege. Wir waren da schon mit überfordert. Junge. Wo sind denn die Winkels? Du hast den ganzen Sack hier kaputt gemacht, Malte. Du standst da drauf. Nein, du bist darüber gesprungen. Ja, ich bin darüber gesprungen. Ich bin da nicht drauf gesprungen. Mann. Da darf man auch kein Mensch zeigen, was wir beide hier machen. Ich hab Bock auf so eine eigene RTL 2 Show. Wir beide kommen dann immer zu so richtig neureichen Familien. Du musst den Garten anlegen. Und vorher verkaufen wir denen das so mit so einem Konzept, dass wir von ihnen den Grafiker machen, wie das so richtig schick aussieht. Und dann sagen wir, dann ist das wie bei hier, Tine Wittler. Tine Wittler. Und dann müssen sie für einen Tag in Urlaub und denken, die kriegen total den Luxusgarten und dann wieder ins Sammelkühl und müssen ihnen das dann auch verkaufen. Gut. Wenn da draußen jemand Beziehung zum Fernsehen hat, Formatidee. Reiche Familien können sich bewerben, dass Malte und ich den Traumgarten bauen. Peter Zwegger kommt am Ende Und sagt uns immer am Ende, dass wir zu viel kalkuliert haben. Und haben das halbe Budget schon für Brötchen ausgegeben. Ich bin wirklich nicht ganz damit. Das soll jetzt nicht so undankbar wirken, natürlich, das hier echt zusammenklödern. Aber ich kann das einfach nicht gut. Ja, Malte. Ich hab ihn gefragt, er hat mich vom Bahnhof abgeholt, weil ich mit dem Zug gekommen bin. Da hab ich ihn gefragt, wer uns helfen kann. Dann meinte er, nur wir beide. Und da hab ich schon gesagt, dass das nichts wird. Ja, aber es geht doch nicht darum, wie die Dinger aussehen. Am Ende geht's doch darum, dass da Kartoffeln rauskommen. Ist doch so. Ja, aber jetzt wirkt das so, als würden wir hier halbherzig was zusammenbauen. Aber ich kann's nicht besser. Hast du es so? Warum ist das denn schief? Ich habe ja studiert, ne? Mhm. Und ich verstehe das vom Prinzip. Hast du studiert? Sozialwissenschaften. Aber ich verstehe das vom Prinzip, dass wir jetzt Materialien mit anderen Materialien aneinander heften. Das ist dasselbe wie mit Lego damals. Ich erzähle eine Geschichte. Was? Ich erzähle eine Geschichte. Ja, ich hör zu. Das ist wie mit Lego damals, bloß halt im großen Maßstab. Und irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Und ich habe Lego-Technik geliebt. Guck dir das mal an. Ich habe das zusammengebohrt. Heißt das geschraubt oder gebohrt? Geschraubt. Scheiße. Ey, ohne Spaß, ich will hier wirklich nicht wachsen. Ich gebe mir echt Mühe. Und jetzt habe ich immer dasselbe Problem. Der zieht das nicht ein. Pass auf. Ich habe die Lösung. Wenn wir den hier jetzt mit ordentlich Schmackes anziehen, dann... Habe ich den falschen Muster? Also, nochmal von vorne, du machst so einen richtig coolen Schnitt und dann sitzt das. Und? Oh. Nee. Ey, kannst du mal gegenhalten? Wieso kriegst du das denn nicht hin? Ja, weil es da nicht reingeht. Dann meint das Brett steht doch komplett schief hinter dir. Den hier festhalten. Warte mal, hol die Schrauben wieder raus. Hol die raus. Du machst sie fest. Ja, die einen müssen wir drin lassen, weil die. Ja, aber die muss kaputt sein. Wie? Ja, jetzt sag ich was. Warte mal, hast du das jetzt gefilmt? Hast du jetzt mal von vorne angeguckt, dass die 3 Schrauben da drin stecken und er versucht da... Oh. Bisschen mehr Druck. Die geht nicht, die ist durch. Die kriegst du mit Druck da raus. Raus? Achso, ich mach die rein. Ja, Malte, das ergibt doch keinen Sinn, du musst die doch rausholen. Ah. Ich muss das jetzt kurz eben aufklären. Da stecken 3 Schrauben drin. Und du hast die nicht rausgeschraubt, hast das Brett dagegen gedrückt und hast gedacht, da drücke ich jetzt ein bisschen an die Schraube und dann kommt das raus. Hast du die getroffen? Doch schon. So, jetzt musst du halten, das ist das Problem. Man kann so ein Bild nicht alleine aufbauen.
Du hast doch gerade gesagt, ich sitze immer nur daneben und mache schlaue Sprüche. Deshalb nennt man das Gebiet wieder Bates. Bates, Brüder. Von und für Bates. Du hast die Schraube. Malte, du drehst falsch rum übrigens. Klick. Ja. Ich glaube, du drehst immer noch falsch rum. So! Du hast im ganzen Land stecken überall Schrauben. Da liegt auch noch eine. Die ist, glaube ich, durch. Ja, Malte, wir müssen, hier liegen überall Schrauben, Alter. Die sind nicht durch. Hier, guck ihm da hinten. Didi! Warum rennst du? Wir warm locken wir auf die Vorbereitung in Saison. Und da finden wir. Moin, Jungs! Didi, du kennst dich aus der Kartoffel. Ja, das ist doch Qualität. Ihr habt doch nicht an der Pfanne, das ist geil. Ey, Didi, kennst du dich aus mit Kartoffelpflanzen? Ja. Du musst es euch helfen. Erstmal musst du den Boden schön vorbereiten. Okay. Die haben wir doch schon, siehst du da. Da wollt ihr da reinpflanzen? Ja. Ich glaube, ein bisschen höher, müsst ihr einen mehr draufsetzen. Ja, mache ich noch. Machen wir ein Beet einfach, ein hohes. Ja. Lass uns ein hohes machen. Ja, wir machen ein hohes. Genau. Wir wollen ein hohes, wollen wir heute sowieso bauen. Eigentlich wollten wir zwei einzelne bauen. Aber das Didi, das ist im Leben so. Manchmal kommt es anders. Wir sind aber ganz schön clever, muss ich sagen. Wieso? Wenn jetzt eine Trockenphase kommt, hey? Haben wir den Graben. Habt ihr den Graben? Sag ich doch. Ihr seid nicht doof, sondern Wahnsinn. Sag ich doch. Soll einer sagen, die ziehen sie wissen nichts. Didi, das war bloß Zufall. Das ist normal Erde, oder? Ja, das habe ich auch nicht verstanden, weil eigentlich werden doch Kartoffeln direkt im Mutterboden eingepflanzt. Genau. Ich verstehe auch nicht, warum Trichterhut will, dass wir den Boden rausheben. Ja, Pflanzenerde. Die Kartoffel ist ja auch eine Pflanze. Ja. Danke, Malte. Ja, pass auf, das ist so. Normalerweise wäre das so gewesen. Ihr hättet zum Beispiel hier jetzt das Stück Land, hättet ihr jetzt ein bisschen einmal umgeflügt oder gefräst. Hier den Boden direkt. Hättet ihr hier umgeflügt oder gefräst, dann hättet ihr ein bisschen Mist genommen, eine Reihe ausheben, so ein Stück wie ein Spaten, die Tiefe, ja. Mist rein, dann wieder umgraben und Sand oben drauf. Dann können die Kartoffeln rein, immer ein Fuß lang, ungefähr 30 cm. Und was ist, wenn man ziemlich große Füße hat? Ja, das kommt jetzt nicht auf einen Zentimeter drauf an. Circa. Was hast du für Schuhe? Hast du, 43. Hast du denn eine Taubenmach mitgebracht? Nee, aber. Hast du auch 43? Wollen wir Schuhe tauschen? Ja, komm hier gleich jetzt. Was hast du für Schuhe? Ja, schicke Pants. Ja, komm mal, das haben wir tauschen. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Ich will doch einfach nur jetzt einen Kartoffel anpflanzen. Ja, wir wollen jetzt in Kurzschuhe tauschen. Warum? Ja, warum denn nicht? Beide? Ich kann auch einen. Nee, lass beide machen. Wollen wir beide. Gut. Hast du schon mal Skateboard gefahren? Ja, aber das hat nicht geklappt. Sicher? Ja, dann fahr ich gleich auf die Schnauze. Soll ich dir einen Trick beibringen? Ja. Vielleicht kriegt ihr auch einen Friends Pass. Ich kann nur den. Ich hab. Ja, du weißt ja wohl, mein Sohn hat auch Skateboard gefahren. Der Wilke hat, glaube ich, auch schon mal Skateboard gefahren. Dann war aber nichts. Was? Ach, oder auf! Ich wollte doch nur ein Kartoffelbeet bauen. Geile Schuhe. Danke. Aber die sind ja gerade. Reicht ja. Was hast du da gefunden? Achso, ich war hier noch nicht so weit. Ich war noch nicht. Mach den bitte fest noch. Jetzt? Oh Mann, den hab ich doch dreimal festgemacht. Reingehauen. So, Männer, das Ding ist ein bisschen instabil geworden. Ja, scheiß drauf, heb drauf. Ja, ich kann das ja nicht alleine. Didi! Wenn Malte zieht im Bauch, ne? Wie die Sache. Guck mir, da wo häng ich. Siehst du da? Das passt ja gar nicht. Ich sehe das schon kommen, wie Leute sagen, dass das nicht schwer ist, aber dann haben die das noch nie selbst gemacht. Oder sie haben nicht mit dir zusammengearbeitet. Und dann passt vorne und hinten nicht. Kannst du mal festhalten? Ja, aber das, du hast, ich hab doch schon, du hast gesagt, du brauchst meine Hilfe nicht. Ja, es wird immer unangenehmer. Ich will jetzt rausziehen. 20 Bits soll das schon durchgehen. So! Ja, ist der verkehrte Bit. Passt vorne und hinten nicht. Ja! Ja! Das muss man auch nicht so genau nehmen. Ich habe eine richtige Malte, guck ich. Schaufel mir gerade mein eigenes Grab. Ich habe den Fehler schon gefunden. Malte. Das eine Brett ist zu cool. Die Taube ist gerade geflogen und hat genau den Fehler gesehen. Guck mal. Dieses Brett musst du lösen, das muss hier von innen drin. Guck mal, wie du die gemacht hast. Du hast den hier von vorne davor laufen lassen und den musst du von innen setzen. Ich repariere das. Genau. Mach dir keine Sorgen, ihr pflanzt keine Taube. Weißt du, du hast ja hier jetzt den, hier hast du die alle einfach von innen davor laufen lassen. Ja. Und das musst du eben anders machen. Wieder hat Ballermann am Hey! Sack, ne? Hey! Was denn? Mach das doch mal drauf! Ja, Malte, du hast es doch gemacht! Ja! Didi, du musst ja auch mit auskippen! Du bist ein Student! Didi und Wilke zusammen anpacken, ne? So! Männers! Junge! Malte, ein Sack ist da noch, kannst du den aufmopetieren? Gestern habe ich noch, ich glaube, das war gestern Abend, rasch durch den Garten. Ja. Da gibt es ja mal so eine Sendung, da ging das auch um Kartoffeln und um Schippen. Alleine schon diese Aufsitzkante.
So, diese Aufsitzkante, das ist schon mal Qualität, weil sonst hast du die Schuhe kaputt. Und dann einmal in so Brechen hier, aber hält, ob das Spiel hält. Da muss ein bisschen was abkönnen hier. Wir hatten da gestern so Holzschuppen, die brachen so ab. 1A, ne? Turmschuppe. Das ist Turmqualität, ist das. Liebe Leute da draußen, wir haben jetzt schon das Beet gebaut, mehr, wie sagt man, mehr schlecht als recht, aber darauf kommt es ja nicht an. Wir wollen ja nur die Erde da drin unterbringen und Kartoffeln pflanzen, ne Didi? Genau. Das ist doch scheißegal, wie das aussieht. Ist es doch, weil am Ende, was ist wichtig? Die Kartoffel. Der Ertrag. Wir wollen ja auch so viel Kartoffeln haben, dass wir dann auch da so eine Portion von kriegen, damit wir auch schon satt werden. So ist das nämlich. Und was schmeckt am besten? Selbst angebaute Turbis. Oh. So, selbst angebaute Kartoffeln, was kann man da alles draus machen? Bellkartoffeln, Bratkartoffeln, Kartoffelgratin, Kartoffelpüree, gestampfte Möhren mit Kartoffeln, Kartoffelsalat. Was man daraus noch alles machen kann aus Kartoffeln, dürft ihr jetzt in die Kommentare schreiben, damit wir auch mal ein paar Kochideen kriegen, wenn unsere ersten Turbis gepokt wurden. Also, dann wäre natürlich super, wenn die Zuschauer das machen würden. Ja, schreibt mal rein, was man alles aus Kartoffeln macht. Ja, noch was sagen. Ja. Kartoffelschnaps. Was da vorne alles liegt, liebe Leute, wundert euch nicht. Hier liegt ja jede Menge. Das haben wir hier abladen lassen. Der ganze andere Kram ist aber unter anderem auch für das Haus meiner Eltern. Das seht ihr dann aber später, wenn wir mit dem Garten anfangen, da passiert auch eine Menge. Und da wird auch ganz viel verarbeitet, damit ihr Bescheid wisst. Didi, wie pflanzt man Kartoffeln? Bisschen Abstand hier von der Seite, weil die Kartoffel, die kriegt ja dann hier so eine schöne Pflanze, so eine Blüte. Hier ist der Keim, kann man ja schon sehen. Ja. Den legen wir da oben rein. Okay. Wir können das jetzt, wir haben jetzt ja nicht so viel. Den machen wir nicht zu. Ja, den machen wir nicht zu. Wir können das jetzt ja immer eins nach dem anderen machen, ne? Ja. Wenn du jetzt aber eine größere Fläche hättest, dann würdest du das entweder mit einer Schaufel machen. Ja. Einer würde vorgehen. Und der andere legt Kartoffel rein, Sand wieder drauf, ne? Funktioniert das dann auch? Ja, klar. Das funktioniert. Und okay. Da gibt es verschiedene, wenn du jetzt natürlich größere Flächen hast, machst du das mit einem Trecker oder so, ne? Wie hoch ist der Abstand? Ungefähr 30 cm so. Eine Linie? Kann ich das mit Maßband machen oder mit Augenmaß? Ne, hier kannst du das mit Augenmaß. So, Tubbel drin. Hier eben. Ein Tubbel drin. Eben einen Stock, ja? Stecken wir hier jetzt hin. Ja. Ein Tubbel. Wir hier wissen, dass wir hier eine linke Kartoffel gepflanzt haben. Dann siehst du das ja gar nicht mehr. Ach so, ja. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du bist. Eine Kartoffel muss man auch selber ausbuddeln, ne? Oder ja, kommt die hoch? Ja, die nimmst du nachher raus. Du musst aber so denken, du hast jetzt von der Höhe von dem Sand. Die Kartoffel geht ja ein bisschen nach unten hin. Ja. Deswegen ist es immer schöner, wenn man hätte ruhig noch ein bisschen mehr Sand drin gedurft, ne? Ja. Das ist ein bisschen höher, aber die Kartoffel geht ja auch nach unten. Die breitet sich ja unten aus. Ja. Deswegen hätte da ruhig noch ein bisschen mehr Sand drin gedurft, ne? Und jetzt? Noch eine Linie? Noch eine Linie. Woran sehe ich das, dass sie durch sind? Ja, die kommen ja hoch. Da muss da noch Sand wieder dran. Die müssen ja angehäuft werden. Hier den ganzen Rand so. Manche muss er blaue drumherum wegnehmen. Ich habe bei mir im Haus alles selber gemacht. Zwiebeln, das ist ja auch Qualität, ne? Was hast du denn alle für Sorten? Ich habe hier Kräuterlinge, Petersilie, Brennnesseln. Wahnsinn. Und Basilikum. Da kriegst du ja die, wenn du dann einen schönen Salat machst. Das ist ja herrlich nachher. Wie machen wir es später richtig? Ein Salat mit hier Kartoffeln. Und dann Kräuter schön drin. Ja. Und alles hier aus dem eigenen. Ja, was ist das überhaupt? Hochbeet ist das ja nicht. Das war's für heute, ihr Lieben. Wir haben hier ein wunderprächtiges Gemüsebeet gebaut. Mehr schlecht als recht, aber es kommt ja am Ende nicht drauf an, wie es aussieht, sondern das, was drinsteckt. Das ist wie bei dir. Das kommt ja auch nicht drauf an, wie es aussieht, sondern das, was drinsteckt. Bei mir steckt ja richtig was drin, ne? Ich finde, das ist der Ertrag, den wir am Ende des Tages brauchen. Der Ertrag ist wirklich wichtig und ich finde, das ist auch gut geworden. An alle Kritiker, wir sprechen uns in 6 Monaten. Wie lange braucht ein Torwitz? Sprechen uns im Juni. Juli. Dankeschön fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen lachen. War ein sehr chaotisches Video. Das Ergebnis zählt aber am Ende. Da bin ich echt gespannt, was passiert. Da halten wir euch auch auf dem Laufenden. Und jetzt wird Didi euch nochmal was über Zwiebeln erzählen. So, ihr Lieben, guckt mal eben. Schöne Zwiebeln. Hier von Tom. Das ist Qualität, hey. So, da müsst ihr mal gucken. Das ist richtig so ein Gemüse-Zwiebel-Set. Da sind 5 verschiedene Sorten drin. Und das Schöne ist, wenn man das aufmacht, hier, ich habe schon ein Band. Guck mal, wie das aussieht, wie eine Kiste. Die Holzkissen, die es gibt. Wie so eine kleine Kiste. Also das ist so schön gemacht, das muss ich sagen. Hier sind dann die verschiedenen Sorten drin. Guck dir, so kleine Steckzwiebeln sind da. 2 Pflanzknoblauch, rote Steckzwiebeln, Piroska, weiße Steckzwiebeln, Snowball, gelbe Steckzwiebeln, Stuttgarter und einmal Rhabarber. Red Champagne. Das ist Qualität. Tschüss. Schön, viel Spaß beim Pflanzen.